Weißt du, das Christentum hat leider im Europa des 20. Jahrhunderts nur eine gesellschaftliche Randerscheinung dargestellt. Es war keine wirkliche, gesellschaftsverändernde, tragende Kraft. Wir glauben, dass sich das ändern wird in den vor uns liegenden Jahrzehnten. Wir erleben überall auf der Welt, wo Regionen, ganze Länder verändert werden durch die Kraft des Christentums, wo Menschen sich bekehren, wo Menschen in ein Leben gemäß den Vorgaben Gottes hineinkommen und wo sich Gesellschaftsstrukturen komplett verändern. Wir sind sicher, dass in nur einer einzigen Generation das auch in Europa möglich ist, dass es zu einer völligen Transformation kommt. Wir sind sicher, dass viele, Hunderttausende von Menschen Christen werden. Warum? Weil sie erleben, wie biblisches Christentum funktioniert. Die meisten Menschen in Europa haben das Evangelium niemals so gehört, dass sie es verstanden haben. Sie haben alles Mögliche gehört, aber sie haben nicht das wahre Evangelium so gehört, dass sie es wirklich verstanden haben. Und das möchten wir bei Gottes Haus gerne tun. Das Evangelium nachvollziehbar vermitteln. Menschen in Gottes Haus einladen. Menschen in eine Beziehung zu Jesus einladen. Zum anderen Menschen, die bereits in einer solchen Beziehung stehen, zu ermutigen, zu stärken, zu motivieren und ihnen zu helfen, in das hineinzukommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Denn wir sind sicher, für die einen, die noch nicht in einer Beziehung zu Gott stehen, wie auch für die anderen, die bereits mit ihm ihr Leben leben, Gott hat mehr für dich. Gott hat viel mehr für dich. Und daher unsere herzliche Einladung, komm in Gottes Haus.